Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zu unserem Follow-up-Video zu unserer VFox Homelab Challenge zum Thema Schwebung. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch erstmal die Challenge dazu an. Das hier ist das Follow-up-Video, wo ich ein bisschen Hintergrund erkläre und natürlich die Fragestellung auflöse. Okay, also, bei der Challenge ging es darum, zwei Töne zu erzeugen, einen mit 440 Hertz und einen mit 445 Hertz, sich dann die Schwebung anzuschauen. Und die Frage war, was passiert, wenn wir jetzt die Frequenz erhöhen von der eh schon höheren Frequenz 445 Hertz zu 450 Hertz. Und die Auflösung kann ich euch natürlich sehr einfach zeigen, indem wir einfach das Experiment machen und uns das angucken. Hier die Aufzeichnung dazu. Bei 440 und 445 Hertz haben wir 2,5 Knoten in dem Zeitintervall von 500 Millisekunden gesehen. Also letztendlich 5 Knoten pro einer Sekunde. Das heißt also einen Ton von 5 Hertz oder eine Schwellung von 5 Hertz haben wir gehört. Und bei der Variante mit 440 und 450 Hertz kann ich natürlich genau dasselbe machen. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und hier sieht man jetzt eben, dass wir 5 Knoten, also ganz klar 5 von diesen breiten Bäuchen in den 500 Millisekunden sehen, also insgesamt 10 über eine ganze Sekunde. Das heißt, wir hören halt ein Wummern mit einer Frequenz von 10 Hertz. Und bevor ihr jetzt einfach ausschaltet, weil ihr jetzt die Antwort kennt, schauen wir uns mal kurz an, warum das eigentlich so ist. Und zwar fangen wir erstmal damit an, was bedeutet eigentlich, dass die Frequenz 440 Hertz hat. Das bedeutet, dass über einen bestimmten Zeitraum T, unsere Amplitude von dem Schall, wie nennen wir das Ding, ist eigentlich erstmal egal, wie wir es nennen, ich mache einfach mal ein großes A dahin, also eigentlich tatsächlich der Druck, der momentan in der Luft herrscht, als Funktion der Zeit, 440 mal oszilliert pro Sekunde. Das ist einfach die Einheit der Hertz. Das ist irgendwas pro Sekunde, in dem Fall sind es Perioden pro Sekunde. Das heißt also, ein Hertz würde so aussehen, dass auf der Zeitachse von 0 bis einer Sekunde wir genau eine solche Schwingung bekommen. Wichtig, eine Schwingung ist ein Maximum, danach ein Minimum und wieder zurück zum Anfang. Man kann auch an einem anderen Punkt anfangen, aber so zeichne ich das jetzt eben. 440 Hertz heißt eben entsprechend, dass wir auf dieser Zeitskala von 0 bis 1 Sekunde und natürlich danach auch von 1 bis 2 Sekunden, von 2 bis 3 Sekunden und so weiter, genauso 440 solcher Schwingungen bekommen. Ich zeichne jetzt natürlich nicht 440 Schwingungen da ein. 445 Hertz heißt entsprechend, dass wir 445 Schwingungen in der Zeit haben und 450 Hertz heißt, dass wir 450 Schwingungen in der Zeit haben. Das ist jetzt leider alles ein bisschen schwer zu zeichnen mit den 440 Hertz, deswegen werde ich jetzt erstmal das, was ich erklären möchte, mit einer kleineren Frequenz zeigen. Wir reden jetzt einfach erstmal von 4 Hertz und 5 Hertz. Und auch unter Hertz ist relativ schwer, sich etwas vorzustellen, wenn man jetzt überlegt, wann passiert was, weil wir einfach nur die Anzahl der Perioden pro Zeit haben. Ich finde es hierfür etwas anschaulicher zu betrachten, wie lange dauert eine Periode. Das ist einfach der Kehrwert durch. Also wenn wir 4 Schwingungen in einer Sekunde haben, dann heißt das, dass wir eine Viertelsekunde brauchen, um eine Schwingung zu machen. Also 1 durch diese 4 Hertz wären in dem Fall 0,25 Sekunden. So lange dauert dann eben eine Schwingung. Das heißt also, in der Zeichnung, wie ich es gerade gemacht habe, wenn wir jetzt von 0 bis 1 Sekunde gehen und wir haben jetzt unsere 4 Schwingungen hier drin, dann kriege ich das halbwegs gezeichnet. Das sind 1, 2, 3, 4 Schwingungen. Ist natürlich jetzt nicht ganz gleichmäßig. Sorry, es hat auf die Schnelle skizziert. Dann bedeutet das, eine solche Periode sind 0,25 Sekunden. So, was passiert, wenn wir das mit 5 Hertz machen? Dann wären 1 durch 5 Hertz eben entsprechend 0,2 Sekunden. Und was jetzt passiert, wenn wir die beiden Töne gleichzeitig abspielen, ist, dass die erstmal anfangs ganz gut zusammenpassen. Das heißt, ich mache jetzt mal so eine Zeitachse hier. Ich mache da jetzt einige Striche dran, um halt unsere 0,25 und unsere 0,2 Sekunden gut einzeichnen zu können. Das wird natürlich jetzt ein bisschen spaßig zu zeichnen. Das heißt, hier gehen wir bis zu einer Sekunde. Das wären 0,5 Sekunden. Das hier wären 0,25 Sekunden. Ja, und die 0,2 Sekunden sind so ein bisschen davor. Hier wären dann etwa, sagen wir mal, die 0,4 Sekunden. Symmetrisch dazu auf der anderen Seite wären die 0,6 Sekunden. Und irgendwo hier hinten, wo dann einerseits die 0,75 Sekunden auftauchen, haben kurz dahinter auch die 0,8 Sekunden. So, warum zeichne ich das jetzt so ein? Jetzt können wir uns die einzelnen Wellenpakete mal angucken. Ich versuche es jetzt mal drüber und drunter zu zeichnen. Die 4 Hertz machen wir jetzt mal da unten, einfach weil ich unten die 0,25 Sekunden eingezeichnet habe. Die 4 Hertz brauchen für eine Periode 0,25 Sekunden. Das heißt,
Das sieht etwa so aus. Und für die nächsten 0,25 Sekunden haben wir wieder eine Periode. Und für die nächsten wieder eine, das sind die 0,75 hier hinten. Und bis zum Ende dasselbe Spiel. Wenn wir uns jetzt dagegen die 5 Hertz angucken, dann erwarten wir hier die 0,2 Sekunden, also für 5 Hertz, erwarten wir, dass diese erste Schwingung, ich will es ja da drüber einzeichnen, auf der Zeitskala hier passiert. Dann bis 0,4, ich glaube, der Abstand stimmt schon nicht ganz, man sieht, es ist schon was breiter geworden, aber es ist halt nur eine Skizze. Und bis 0,6 wieder eine Schwingung, bis 0,8 noch eine Schwingung und eben entsprechend bis zu einer Sekunde noch eine Schwingung. Das heißt, wir haben insgesamt eine Schwingung mehr, als wir da drin hätten. So, erstmal soweit nicht überraschend, das ist einfach, was es heißt, 5 oder 4 Hertz zu haben. Das Spannende ist jetzt, was passiert in der Überlagerung von den beiden. Und zwar, was wir hier am Anfang haben, natürlich die Zeichnung jetzt nicht ganz so gut, ist, dass anfangs das Maximum etwa auf ein Maximum trifft. Ja, das heißt also, hier ist die 5-Hertz-Schwingung gerade im Maximum, größter Druckpegel, den wir an der Stelle haben können. Die 4-Hertz ist noch am Ansteigen, das heißt, wir haben was Positives plus was Positives und wir haben insgesamt auf jeden Fall irgendwie ein Maximum hier oben. Danach das Minimum trifft hier jetzt schon nach der Zeichnung so ein bisschen auf diesen Nullpunkt, eigentlich ein bisschen daneben auf das Minimum, das heißt, eigentlich sehen wir hier auch noch was. Was aber passiert, wenn wir ein bisschen weiter rüber gehen, ist, dass irgendwann dieses Minimum auf das Maximum trifft. Und wenn Minimum auf das Maximum trifft, gleichen die sich eigentlich genau aus, die heben sich weg. Und hier haben wir auf einmal eine Stelle, wo gar nichts passiert. Und zwar nicht nur fürs Minimum, danach das Maximum trifft dann wiederum auch auf ein Minimum. Das heißt, hier in der Ecke passiert fast gar nichts. Und wenn man die jetzt wirklich mal sauber aufaddieren würde, würde man sehen, dass eben diese Schwingung abnimmt. Hier vorne fast gar nichts passiert. Und dann da hinten, wo jetzt wieder Maximum auf Maximum, Minimum auf Minimum, Maximum auf Maximum trifft, die Schwingung wieder anfängt stärker zu werden. Ist jetzt nicht schön gezeichnet, gleich zeige ich noch eine schöne Animation, wie das in ordentlich aussehen würde. Aber das ist der Effekt, den wir da sehen. Nämlich, dass eben dadurch, dass wir das eine Periode mal 0,25 Sekunden braucht für die 4-Hertz-Schwingung und mal 0,2 Sekunden braucht für die 5-Hertz-Schwingung, die gegeneinander sich so ein bisschen verschieben, bis halt einmal der Punkt auftritt, dass eben eine positive Welle plus eine positive Welle wieder eine sozusagen positive Welle ergibt oder eine verstärkte Welle ergibt oder dem gegenüber plus eine Welle, die sich dann halt schon um die Hälfte verschoben hat, also so herum, dass eben einfach eine Nulllinie ergibt. Ne? Einfach, wenn hier die Null ist, dann haben wir hier, sag mal, plus 1 als Druck, hier haben wir minus 1 als Druck, dann kommt 0 raus. Und auf der Seite haben wir minus 1 als Druck, hier plus 1 als Druck und dann unten kommt wieder 0 raus. Das heißt, da haben wir dann eine negative Interferenz, während wir halt bei zwei positiven Wellen eine konstruktive Interferenz haben. Und das Entscheidende jetzt, um zu bestimmen, in welchem Abstand diese Minima auftauchen, weil da hinten irgendwann kommt dann auch wieder so ein Minimum, muss man sich einfach nur angucken, wie viele von den einen Perioden kann man aneinanderlegen, um wieder zum gleichen Zeitpunkt auszukommen. Also man kann sich jetzt einfach vorstellen, man hat jetzt jeweils einen so einen Klotz von der 5-Hertz-Schwingung. Dann nimmt man einen Klotz, plus noch einen Klotz, plus noch einen Klotz, plus noch einen Klotz und noch einen Klotz. Dann sind wir bei der Sekunde angekommen. Oder aber, jetzt nehme ich mal doch die andere Farbe, wir haben halt hierfür, für die 4-Hertz-Schwingung, die etwas längeren Klötze. Da legen wir den Klotz zum selben Startpunkt an, er ragt aber ein bisschen hinaus. Hier sieht er ungefähr gleich ausgerichtet. Hier kommt jetzt irgendwann der Punkt, wo die gegeneinander schwingen. Hier fängt der Klotz jetzt genau bei der Hälfte an. Also man muss sich jetzt vorstellen, hier drauf ist eine solche Wellenfunktion. Und bei dem Ding fängt er jetzt positiv an der Stelle an, wo die andere Welle negativ ist. Das heißt, hier ist das Minimum von dem Klotz. Und wenn wir noch einen dran legen, passen die hier wieder genau dran. Und beim nächsten kann man sich jetzt vorstellen, würden beide wieder erstmal positiv anfangen, weil eben die beiden gleich ausgerichtet sind. Also die Frage ist, wie viele Klötze von der einen Wellenfunktion muss man aneinanderlegen, um genauso viele Klötze von der anderen zu erreichen. Das ist jetzt bei 440 und 445 Hertz erstmal nicht direkt ganz so offensichtlich. Wenn man die Kehrwerte ausrechnet, bekommt man ein paar krumme Zahlen. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Also mit der Zeit gibt es immer so einen kleinen Versatz der einen Welle zu der anderen Welle und der addiert sich auf. Mit jeder Periode, die hinzukommt, gibt es so eine kleine Verzögerung, bis die irgendwann so gegeneinander verschoben sind, dass die sich gegenseitig auslöschen. Und dann verschieben die sich weiter, bis die wieder an dem Punkt sind, wo sie vorher waren. Und entsprechend kann man sich hier auch sehr gut vorstellen, dass je mehr sich diese Frequenzen unterscheiden, desto mehr unterscheiden sich halt auch diese Perioden. Also wenn die Frequenz hier größer wäre, wäre die Periode noch kleiner. Und desto schneller
laufen die einzelnen Frequenzen auseinander, sodass wir eine destruktive Interferenz bekommen, und desto schneller sind wir aber auch wieder an dem Punkt, wo eine konstruktive Interferenz auftritt. Und das entspricht eben dem, was wir hören. Ja, also je schneller diese destruktive Interferenz auftritt und je schneller wieder eine konstruktive auftritt, desto schneller scheint dieser Ton auf- und abzuschwellen. Ja, also statt einfach nur wow, 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 bekommen wir halt entsprechend schneller wow, 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 wow. Also das war jetzt alles sehr in der Luft argumentiert und so formuliert. Für diejenigen, die da mathematisch sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen, das kann man natürlich auch sauber mathematisch ausdrücken. Und zwar, wenn man eine Wellenfunktion hat, die ja, über eine Sinusfunktion beschrieben werden kann, mit 2 Pi mal Frequenz 1 mal eben unsere Zeitkonstante, plus eine zweite Frequenz, wenn Sinus 2 Pi Frequenz 2 mal ja, unseren Zeitparameter, dann würde die Überlagerung der beiden Frequenzen einer Funktion folgen, die zweimal dem, ja, jetzt, ob wir jetzt Sinus oder Cosinus hinschreiben, ist da relativ egal, da geht es nur um Phasen, zweimal dem Sinus von 2 Pi mal, und jetzt kommt der Teil, der eigentlich die Frequenz darstellt, Frequenz 1 plus Frequenz 2, halbe mal eben unseren Zeitparameter, mal dem Sinus von 2 Pi mal F1 minus Frequenz 2, halbe mal t, den Zeitparameter, ja, dargestellt werden kann. So, was heißt das? Das ist jetzt erstmal einfach nur eine blöde Formel, die da steht. Der Sinus von irgendwas ist unsere Wellenfunktion. F1 gibt einfach unsere Frequenz an, also das gibt dann an, ob auf der Zeitachse, also wie groß, also wie viele von den Wellen pro Zeit auftreten, genau wie wir es vorher besprochen haben. Und wenn man jetzt zwei von diesen Wellenfunktionen multipliziert, die sehr verschiedene Frequenzen haben, weil was man nämlich jetzt hier sehen kann, das hier, kann man jetzt ausdrücken wieder als, nennen wir jetzt einfach F plus als eine Frequenz, und das Ding hier nennen wir F minus als die andere Frequenz, dann sehen wir, was wir da bekommen, ist eine Schwingung mit einer sehr hohen Frequenz, sieht erstmal so aus, mal, noch eine andere Farbe, eine Schwebung mit einer sehr viel langsameren Frequenz, nennen wir es mal so, und das ergibt eine Frequenz, eine Schwingung, die dann ungefähr so aussieht. Ich male jetzt nochmal einmal die langsame Frequenz und da drin dann die schnelle Frequenz, die dann eben ja, einfach damit multipliziert wurde. Also sie wird hoch und runter skaliert dadurch. Das heißt, wir bekommen eine Frequenz, die deren Amplitude dieser anderen einhüllenden Frequenz folgt. Und das ist halt auch die Begrifflichkeit dafür. Das Rote nennt man dann die einhüllende. Und diese wiederum hat dann eben eine Frequenz, die der Differenz der beiden Frequenzen entspricht. Und das können wir jetzt auch wirklich in unserem Beispiel anwenden. Das heißt also, in unserem Beispiel, das erste Beispiel war F1 440 Hertz, F2 war 445 Hertz. Das bedeutet, unsere Frequenz F+ ist einfach der Mittelwert daraus, also ne, die Summe aus beiden durch 2 ist nichts anderes als der Mittelwert. Das heißt, da haben wir irgendwie sowas gehört wie 442,5 Hertz. Das haben unsere Ohren jetzt nicht so unterscheiden können, dass wir jetzt sagen können, oh gut, das klingt jetzt wie die Frequenz dazwischen. Ja. Das Entscheidende aber, was wir gehört haben, ist dann die Frequenz F minus, und die ist die Differenz durch 2. Das heißt, das sind 2,5 Hertz gewesen. Das heißt, wir haben 2,5 mal diese rote Schwingung pro Sekunde gehört. Jetzt sagt er wahrscheinlich, Moment, wir haben doch im Experiment gehört, dass es 2,5 mal pro 500 Millisekunden, also pro halber Sekunde ist. Grund ist der, ja, wir haben halt diesen Vorzeichenwechsel da drin. Im Gegensatz zu der normalen Frequenz, die wir als Ton hören, wo eine so eine Periode eine Rolle spielt, kann man, wenn man jetzt einfach wirklich diese rote Linie sich hier wegdenkt, also weil das hier ist eine Periode, ja, wenn das hier bei einer Sekunde laufen würde, wäre das die Frequenz 1, also machen wir das einfach als Beispiel, nehmen wir mal an, diese Frequenz hier wäre ein Hertz, dann hätten wir hier auf der Achse 0 bis 1 Sekunde, weil das ist eine Schwingung von unserer Kurve, ja, also einmal hoch, wieder runter und wieder zum Ausgangspunkt zurück, ist eine Schwingung über 1 Sekunde. Das bedeutet aber, dass die Amplitude von dem Ton, den wir eigentlich hören, von unseren 442,5 Hertz, der grüne Teil, hier einmal ein Minimum hat, da ein Minimum hat und da ein Minimum hat. Das heißt, was wir hören und was wir dann auch sehen in unserem Graphen, ist zweimal pro Sekunde dieses An- und Abschwellen. Liegt einfach daran, dass halt eine Periode so definiert ist, dass wir einmal hier durch diese Null gehen. Das heißt, was wir hören, ist die doppelte Frequenz von diesem F-. Also tatsächlich, was wir hören, ist einfach nur hier F1 minus F2, das durch 2 können wir uns sparen, das hören wir da drin eh nicht sozusagen. Und entsprechend, wenn wir das dann mit unserer anderen Frequenz machen, 440 Hertz,
Und zweite Frequenz 450 Hertz. Was wir dann hören würden, ist eine Mischfrequenz von 445 Hertz. Soll heißen eben F1 plus F2 halbe, das ist nichts anderes als der Mittelwert. Die Mitte zwischen den beiden ist bei 445 Hertz. Und was wir noch hören würden, ist dann als einhüllende, also tatsächlich die Frequenz, mit der der Ton wow, wow, wow zu machen scheint, wäre in dem Fall erstmal nominell 5 Hertz. Dadurch, dass die Sache mit dem Knoten drin vorkommt, ist aber eben, dass wir 10 mal pro Sekunde dieses Aussetzen hören oder 10 mal pro Sekunde ein Anschwellen hören. Und das ist genau das, was wir in VFox gesehen haben. Ja, das ist eigentlich so die Erklärung, die man dazu abliefern könnte. Wir haben dazu auch noch eine ziemlich schöne Einreichung bekommen, die wir aber in dem Video hier nicht besprechen, weil das noch eine Variante zu dem Experiment ist, die ich unheimlich faszinierend finde, die aber noch mal ein ganzes Stück komplizierter ist. Und zwar hat Holger Jessen-Thyssen, der ja schon einige schöne Sachen beigetragen hat, 2 Tonquellen genommen, die auf dieselbe Frequenz gestellt wurden. Da erwartet man so einen Effekt jetzt erstmal gar nicht. Aber er hat dann eben das Gerät dazwischen mit dem Mikrofon hin und her bewegt. Und dabei tritt dann der Doppler-Effekt auf. Das ist das, was man kennt, dass die Frequenz oder die Tonhöhe von einem Krankenwagen, der vorbeifährt und vorbeifahren halt, solange auf einen zukommt, höher zu sein scheint, als wenn er von einem wegfährt. Also diese typische Autogeräusch, was jeder kennt, ne? Also in dem Moment, wo es vorbeigeht, geht der Ton runter. Den Effekt kann man dann nutzen, um die Frequenz von der Tonquelle, auf die man sich zubewegt, zu verändern, gegenüber der Frequenz von der Tonquelle, von der man sich wegbewegt. Das macht es natürlich etwas weniger anschaulich und etwas komplizierter in der Betrachtung, aber es ist eigentlich faszinierend, wie gut das funktioniert und wie gut das auskommt. Deswegen dieses Video verlinke ich jetzt einmal hier, beziehungsweise ist auch in der Beschreibung verlinkt. Wer noch ein bisschen tiefer absteigen möchte, dem empfehle ich das wirklich ernsthaft, sich mal anzuschauen. Was auch spannend ist, man kann das auch betrachten als eine Interferenz von 2 Wellen, von diesen beiden Tonquellen, die halt einfach als Knotenpunkte, als stehende Wellen auf dem Tisch virtuell sozusagen vorhanden sind. Das heißt virtuell, die sind vorhanden, wir sehen sie aber natürlich nicht. Und wo wir dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit das Gerät da durchschieben. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf genau dieselben Werte. Das ist eine andere Betrachtungsweise für dasselbe Experiment. Also eine spannende Sache für die Leute, die tiefer gehen wollen. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt mit dem Follow-up es schön geschafft, erstmal rein phänomenologisch ranzugehen, ein bisschen drüber zu reden, wie man sich das vorstellt und nachher dann noch die Mathematikkeule auszupacken, sodass halt ja, wir jetzt einen etwas ansteigenden Anspruch hatten, wo die Leute aussteigen konnten, wenn es reichte. Für die Leute, die jetzt noch dabei sind, schön, dass ihr so treu dabei seid und in Kürze folgt dann die nächste Homelab-Challenge, wo ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mitmacht. Bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns.